Hallo und herzlich willkommen. Hast du Bock? Wollen wir ein bisschen Fahrenheit heute spielen? Ja, oh, jetzt habe ich Lukas ausgewählt. und jetzt Fertig, muss ich so kurz das spielen. war's. Jetzt brauchen Okay. wir nur noch warten, aber kaum sehr lange. Perfekt, es läuft alles genau nach Plan. Ich spüre ein weiteres Signal. Zerebrospinale Aktivität. Ich nehme an, er träumt. Okay, jetzt können wir also was ich gerade sagen wollte, oh, jetzt sind wir das Kind wieder, der junge Lukas. Ne? Da habe ich also damals ganz viele Zuschauer, ganz viele im Vergleich zu heute gehabt, schon im Livestream, ne? Und habe ich entschieden, och, was soll's, gehst du zu Twitch, die werden schon mitkommen, die YouTube-Zuschauer. Das war aber natürlich relativ witzlos. Und heute muss ich feststellen, wäre ich bei YouTube geblieben, wäre ich vielleicht auch nicht so irrelevant geworden. Und jetzt denke ich mir, aber jetzt guckst du, streamst du bei Twitch. Du hast jetzt bei Twitch den Vorteil, du kannst das Spiel einstellen und dann kommen Leute über das Spiel. Aha. Wenn du aber so ein Spiel spielst wie ich, dann guckt die ja kein Mensch. Da findet das auch niemand. Also streame ich dann für mich alleine. Und dann habe ich mir gedacht, was soll's? Ich hau halt einfach mal wieder den Livestream raus bei YouTube und ich werde wahrscheinlich auch bei YouTube bleiben. Und nur hin und wieder mal bei Twitch, wenn ich wirklich mal, wenn ich jetzt die Sims zocke oder so, ne? Dann vielleicht bei Twitch. Aber alles, was eh kein Schwein so interessiert, ja, was ich für mich spiele, weil ich es als Kind geil fand, das hau ich mir bei YouTube raus. Kannst du mal auf Roblox Star Wars Occurrence spielen? Das kann ich auf jeden Fall mal probieren. Ja, warum nicht? Mein Sohn ist bei Roblox immer ganz heiß. Das will er immer ganz gerne miterleben. Ansonsten, wie war eure Woche bisher? Habt ihr Klausuren zur Schule geschrieben? Irgendwelche LKs oder sonst irgendwas, was nicht gut ausgefallen ist? Ihr könnt mir auch gerne, ich bin eine Nachhilfelehrerin, könnt mir gerne Fragen stellen. Ich gebe mein Bestes, ja? So, jetzt wollen wir da erstmal mit Lukas aus dem Bett kriechen. Lukas als Kind? Und sein Bruder liegt auch noch daneben. Also unten drunter. So, jetzt müssen wir ganz kurz mal gucken. Warte mal. Team Rechtsklick ist die Kamera drehen. Und ja, und so können wir die auch umgucken. Okay. Wir gehen jetzt mal hier an den Tisch. Kann man da was machen? Nö. Warum sieht das so komisch aus? Frage ich mich. Wecker, warte mal, wo ist der Wecker? Hier war doch gerade ein Wecker, oder? Wo ist der Wecker hin? Hallo? Da war doch gerade. Wo ist denn jetzt der. Hallo? Da. Ach so, wecke Auf, den. Markus, Ah, los okay. geht's. Was haben die Beeil denn wieder dich, wir vor? haben nicht viel Zeit. Bist du sicher, dass du dahin willst? Es könnte gefährlich sein. Du willst doch bestimmt auch wissen, was da drin ist, oder? Vielleicht finden wir ein außerirdisches Raumschiff oder das Grab eines alten Königs. Oder einen gefrorenen Riesendinosaurier? Und wenn's eine geheime Waffe zur Beherrschung der Welt ist? Jetzt aber vorwärts. Die Halle ist sicher gut bewacht. Wir sollten uns beeilen, sonst erwischen uns Mama und Papa noch. Die machen nur so einen Blödsinn. Jedes Mal machen die so einen Schwachsinn, ne? Gibt's hier was einzusammeln? Ich guck mal ganz schnell. Wie ist das jetzt? Habe ich es richtig gelesen? 5 Tests in der Woche oder eine 5 im Test in der Woche? Wie genau muss ich es interpretieren? Ich glaube, 5 Tests pro Woche, das ist natürlich schon. Das ist schon eine harte Nummer. Meine Schüler müssen immer nur einen Test pro Woche schreiben. Da gibt es noch so ein bisschen die Mitarbeit, die ich dann noch bewerte. Aber im Großen und Ganzen bin ich da nicht so streng. Aber man könnte natürlich auch. Geht schon. 5. Das ist für den Wissensaufbau sehr gut, ne? Na, eins in Mathematik, kannst du mir noch kurz verraten, was das Thema war? Worum ging's? Binomische Formeln? Oh, jetzt sind wir schon wieder hier. Sag mal, wohnen die auf dem Militärgelände eigentlich? Jetzt muss ich erstmal kurz prüfen. Wir sind. Warte mal, was sind wir? Wir sind. Wo sind wir denn? Da unten, der grüne Punkt. Oder siehst du es richtig? Aha, ich kann also jetzt hier so nichts machen. Ich kann nur. Oh. Keine Bewegung oder Alles klar. Nicht schießen, Sir. Wir sind nur Kinder. Wir sind die Kanes. Was zum Teufel habt ihr hier um diese Zeit zu suchen? Macht, dass ihr nach Hause kommt. Du bist verrückt, Lukas. Nochmal lässt ihr uns nicht laufen. Ah, okay. Also auf jeden Fall ist das Spiel nicht abgestürzt, ne? Wir Prügel ein. Mach du, was du willst, Markus. Ich versuch's nochmal. Jetzt natürlich die Frage, kommt Markus jetzt nochmal mit? Oder haben wir den jetzt. Oder sind wir jetzt alleine, ne? In Geografie muss ich sagen, da war ich auch nie wirklich gut. Also Geografie ist auch nicht meine Stärke tatsächlich, weil mich das immer nicht interessiert hat, ne? Brüche und Winkel, das ist ein sehr cooles mathematisches Thema, das muss ich sagen. Das gucken wir mal ganz kurz. Wir sind da unten. Und wollen. In die Richtung, glaube ich. Das ist gar nicht so einfach, hier erstmal zu interpretieren, wo es lang gehen soll, ne?
Ja. Hat ja Glück gehabt, oder? Ah, oh, ist richtig mega gehabt jetzt gerade. Wir müssen in die Richtung. Keine Bewegung, da hinten hat er. Ach. Ich habe gerade gedacht, wer ist denn das? Okay. Keine Bewegung und ich schieße. Was zum Teufel habt ihr um diese Zeit zu suchen? Good night. Gehst du schon schlafen? Gehst du schon schlafen? Dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine gute Nacht und schöne Träume. Ich gehe mal hier durchs Licht, durch den Schatten. Knapp. Da sind die beiden, ne? Und jetzt ist die Frage, ach Kuh, was ist eine Kuh? Ah, Kuh kann, jetzt kann ich auch mal, das ist ja auch Hammer. So, jetzt sehe ich da hinten, man sieht jetzt, achso, du kannst meine Maus ja gar nicht sehen, ne? Da hinten sieht man, also man sieht mich hinter dem einen Typen stehen. Aber die Frage ist, warum hat er mich vorhin gesehen, ne? Wo bin ich denn reingerannt, dass er mich vorhin gesehen hat? Muss ich jetzt, ich kann die Kamera nicht umschalten. So kann ich machen. Welche Richtung steuere ich denn mal an? Ich könnte jetzt einfach hier gerade weglaufen. Sieht man das Licht hier vorbeigehen, ne? Jetzt kommt es zurück und jetzt laufen wir vorwärts. Okay. So, können wir hier hinten rum? Hier kommen wir nicht raus aus der ganzen Nummer. Okay, hinter dem scheint es immer falsch. Jetzt prüfen wir mal, ob wir hier einfach um den Stein rumkommen. Oder ob die uns dann sehen, ne? Jetzt sind wir da hinten. Oh, hast du etwas geschrieben? Oh, hast du etwas geschrieben, was der Streamlabs-Bot nicht gut findet? Den habe ich für YouTube noch nicht richtig eingerichtet. Kann also sein, dass es jetzt gerade von mir ein Fehler ist, ne? Was hast du denn da Böses geschrieben? Ach, das darfst du erstmal, das hast du 20 Sekunden Timeout, ne? Das habe ich natürlich knallhart eingerichtet. Hast du etwa einen Link geschickt? Oder hast du was ganz anderes Böses? Oh, hallo. Atatugra, herzlich willkommen im Fahrenheit Livestream oder im Let's Talk. Du kannst einfach irgendwas schreiben. Ich werde schon drauf reagieren irgendwann. Ich muss mal ganz kurz versuchen, hier durchzukommen. Wenn mich interessiert. Schnell, verstecken. Nicht dein Ernst, oder? Was kommt denn der jetzt her? Ich hasse das. Also, wisst ihr was? Ich mag das Spiel überhaupt nicht, ne? Ist das nicht die Katastrophe? Ist der... Ach, da kommt er. Da läuft er rum. Okay. Der ist jetzt aber weg. Das heißt, jetzt könnten wir nochmal versuchen. Jetzt sehe ich hier nichts. Ah, jetzt sehe ich es wieder. Okay, wir gehen nochmal. Wir versuchen es nochmal. Wir gehen wieder in die Richtung hier. Achso, wir verstecken uns einfach. Kommen wir hier durch? Hier kommen wir nicht durch. Da, danke dafür. Jetzt laufen wir schnell hier lang. Oh. Keine Bewegung, ja, wie mir das klar war. Dein Praktikantenbetreuer, was der dazu so gesagt hat. Ist bestimmt, ey, ist bestimmt unangenehm, wenn man jemanden so kennt, wo man sagt, oh, da gucke ich immer rein. Und dann sagt der andere, ach so ein Lauch, ey. Ehrlich, jetzt wirklich. Was machen wir jetzt? Wenn ich jetzt darüber laufe, komm doch gleich. Wir sind vorhin wollte ich doch hier rein. So. Ah, hier ist ein... Ach! Da ist der, guck mal. Der ist gleich hinterm Stein. Da hinten steht der, der Spacko. Was mache ich denn da jetzt? Der guckt hier rüber. Das heißt, ich kann nur eins versuchen. Ich muss zwischen den Häusern durch. Wir müssen hier am Auto vorbei oder am besten ins Auto rein wahrscheinlich, ne? Und müssen jetzt versuchen, zwischen den Häusern durch und... Was war das? Entweder meine Frau, mein Sohn oder meine Katze. Irgendwer trollt mich hier gerade. Habt ihr was hinter mir langlaufen sehen? Aha, ich seh's. Die Katze ist es. Verhalte dich ruhig, Katze. Ey. Sonst wirst du ausgesperrt. So. Hast du schon... Ich habe schon, ja, über 1000 Abonnenten und genau das ist das Problem. Was ist das? Geh weg. Ach, lass mir Ruhe. Ich habe also genau über 1000, ich habe schon ganz weit über 1000 Abonnenten
Und genau deswegen habe ich die Zahl ja ausgemacht, weil die Aufrufzahl nicht dazu passt. Und dann musste ich immer so blöde Fragen beantworten wie, was mit du los, du Lauch, so viele Abonnenten und keine Aufrufe. Und dann habe ich mir gedacht, wisst ihr was, könnt mir alle mal komplett in den Buckel runterrutschen, ich mache die Zahl jetzt einfach aus. Kann ich jetzt hinter dem einfach gerade durchrennen oder... Bewegung und ich schieße. Danke für die Antwort. Das finde ich ja ziemlich cool. Guck mal, wir kommen hier nicht weiter. Der Typ da sieht uns. Ich muss irgendwie auf dem Weg bleiben, aber ich komme... Warte, ach doch, warte mal. Vorhin sind wir doch drüber gelaufen, da kam uns doch der Typ da entgegen. Wir gucken einfach mal, ob wir das nochmal hinkriegen. Ein Soldat, schnell. Jetzt kommt er. Jetzt muss ich mich mal verstecken. Jetzt rennen wir dahinter in die Ecke. Komm schnell. Jetzt kommt der doch uns entgegen, dann können wir theoretisch da an dem Haus vorbei, wenn der uns nicht erwischt. Und jetzt steht die Kamera wieder so bescheuert. Das geht mir mega auf den Beutel, ne? Jetzt ist er weg. Aber wo läuft der hin, ist die Frage. Da läuft er lang. So, jetzt gehen wir hier rüber. Und jetzt müssen wir da schnell hin, bevor er sich umdreht am besten. Okay, hier war der. Jetzt verstecken wir uns erstmal hier. Der kommt hoffentlich so schnell nicht wieder. Jetzt sehen wir, wir sind auf der gelben Straße, ne? Wir sind auf dem Weg. PUBG auf Twitch. Ah, okay. Das ist natürlich nicht schlecht. Das finde ich ganz cool. So, was machen wir jetzt hier? Wir müssten... Hier ist gleich rechts jemand. Das heißt, da können wir nicht direkt dran vorbei. Dann könnte man jetzt auf die Idee kommen, nach da drüben erstmal jetzt... Okay. So, hier kommen wir nicht durch. Ja, danke. Danke, Spiel, ey. Wirklich. Das ist ein unangenehmes Spiel. Da hinten guckt der. Aber da ist doch jetzt weit genug weg. Oder wir könnten doch rein theoretisch uns jetzt hier... Aber von, wenn wir von hinten an den anderen da oben ran, da vorne rangehen, ne? Der erwischt uns doch. Boah, das ist so blöde, ey. Wir versuchen jetzt schräg darüber zu rennen. So dahin, zu dem Haus, da muss ich. Wann muss ich rennen? Wenn die beiden Kegel sich getroffen haben, jetzt. Wir können nicht weiter. Okay. Der Soldat blockiert den Weg. Einer von uns muss hinten rumschleichen, um zu sehen, wie er zum Gehen ist. Das war, glaube ich, gerade ein Safe Point, ne? Das war ein Safe Point. Was ist gemeint mit hinten rumschleichen? Warum ist jetzt hier ein rotes Kreuz? Was ist das rote Kreuz für ein Zwischenziel? Ist das ein Zwischenziel oder was? Ach so. Es geht aber nicht. Ich kann nicht hinten rumschleichen, weil da ist der andere jetzt. Ach nee, ey. Ist das dein Ernst? Was meint denn damit hinten rumschleichen? Was ist denn da gemeint? Warte mal, gucken wir mal auf die Karte jetzt ganz genau drauf. Ich bin der grüne Pfeil da unten, ne? Ich gucke gerade nach vorne. Wenn ich nach da drüben renne, komme ich im... Krieg ich das hin? Also, wir können es nochmal versuchen. Ich gehe. Das hat ja hoffentlich gerade gespeichert, ne? Genau, ich gehe nochmal dahin. Das haben die hoffentlich gemeint mit hinten rum, oder? Haben die das gemeint? Und jetzt versuche ich es einfach nochmal. Da lang. Ohne Witz jetzt, ich bin dran vorbei. Ich bin an dem Typen vorbei. Nein! Was zum Teufel habt ihr auf diese Zeit zu suchen? Macht, dass er nach Hause kommt. Oh, welcher war denn das jetzt? Und jetzt, was ist jetzt los? Wieder von vorne oder was? Oh, puh. Okay, einer muss hinten rumschleichen. Der wird doch jetzt nicht wirklich meinen, dass ich wieder hier um das Haus drumrum muss. Welcher hat mich denn da gerade gesehen, frage ich mich. So, hier geht's erstmal, ne? Der steht da verkehrt rum. Oh, ah. Okay, jetzt habe ich den Soldaten abgelenkt. Dann könnte ich jetzt ums Auto rum, glaube ich. Keine Bewegung, oder? Na, das ist hier der Typ, Mann. Was zum Teufel habt ihr, um diese Zeit zu suchen? Wieso? Heißt... Warte mal, ich schmeiß jetzt mal den Stein. Und dann läuft der weg. Und jetzt müsste ich, als er
Ja. Dem Weg hier nachlaufen können. Und dann darüber huschen. Keine Bewegung oder ich schieße. Diese Katze macht mich wahnsinnig. Ich raste aus, ey. So lang laufe ich jetzt. Ach, das ist ein Bild. Jetzt ist der auf den Schrank hochgesprungen. Das geht mir so auf Blöde. Jetzt sind wir erstmal hier. Und jetzt müsste ich natürlich gucken. Wie geht's hier weiter? Ich warte besser auf Lukas. Na, das ist ja super jetzt. Okay. Der Typ ist aber immer noch weg, ne? Glaube ich mal, oder? Ist er noch weg? Oder muss ich jetzt nochmal einen Stein schmeißen? Die Grillen, wa? Die sind auch so. Jetzt sitzt er da oben auf dem Schrank. Ich krieg da eine Krise, echt. Also irgendwas, ich muss mir was einfallen lassen mit dem Vieh. Jetzt sitzt er da oben auf dem Schrank, unter der Decke eingeklemmt. Ich seh dich, Katze. Ey, wenn du mir mein Glas da runterschmeißt. Oh. Hat jemand eine gute Erziehungsmethode gegen Katzen oder für Katzen? Irgendwas, was ich tun kann, damit die Katze keinen Schwachsinn mehr macht? Oh, irgendwas. Ich muss ihn aussperren. Ich kann ihn aber nicht aussperren, dann fängt er an zu miauen. Dann miaut er mir das ganze Haus zusammen. Doof, Katz. So was Ärgerliches. So, jetzt haben wir erstmal hier einen Zwischen... Oh. Und jetzt? Um ungesehen zu der Halle zu gelangen, gibt's nur eins. Am Telefonmast hoch und das Kabel entlang hangeln. Und nein! Der Mast steht genau im Sichtfeld der Wache. Ich weiß, aber das ist der einzige Weg. Hör zu. Ich versuche, seinen Blick woanders hinzulenken. Und du rennst und kletterst den Mast hoch. Ich versuche, dir möglichst viel Zeit zu verschaffen. Okay, aber wie kommst du rein? Ich warte zu Hause auf dich. Du erzählst mir alles, wenn du zurück bist. So wissen wir wenigstens, ob in der Halle wirklich eine fliegende Untertasse drin ist. Der hat einfach nur Angst, ne? Schisser, ey. Schisser. Okay, der Mast ist hier. Wir müssen jetzt also gucken, dass wir... Da geht's nicht lang. Da oben ist ja auch noch ein rotes Kreuz, ne? Da oben links. Also, ich guck mal ganz schnell eben, wenn ich jetzt hier so lang laufe, ne? Was ist denn eigentlich... Sieht er mich da? Nö, der sieht mich nicht, ne? Ich kann mich am Zaun lang bewegen, oder? Probier es einfach mal. Ich bin vor dem und der sieht mich nicht, ne? Was sind wir hinten? Ecke. Was danke. Was habt ihr, um diese Zeit zu suchen? Ach, komm, Bruder, ey. Tja. Keine Bewegung oder ich schieße. Die hören mich, glaube ich, irgendwie. Was habt ihr, um diese Zeit zu suchen? Ich versteh's nicht. Ach komm, ich das... Oh, ich bin froh, dass das Spiel vorbei ist. Ich bin froh, wenn ich das geschafft habe. Ist doch nicht wahr, oder? Wie lenkt ich jetzt den Typen ab? Was hat dieses rote Kreuz da damit zu tun? Frag ich mich, ne? Das ist doch ein Checkpoint, aber ich komme in das Haus nicht rein. Von unten nicht ran, von oben nicht ran. Hier ist ein Stein. Kann man hier hochklettern? Kann man nicht. Ach, guck mal an. Na, ach, guck mal an. Jetzt bist du dran, Lukas. So, jetzt können wir natürlich nur... Was hast du hier verloren? Ach so. Ich suche meine Katze, Sir. Sie ist mir entlaufen. Sie saß auf dem Müllhammer. Aber als ich sie packen wollte, entwischte sie mir. Du bist einer von den Canes, oder? Geh nach Hause, Junge. Du solltest um diese Zeit nicht alleine draußen bleiben. Lenk dir noch ein bisschen ab, los, komm. Meine Katze, Sir? Die finden wir morgen. Jetzt gehst du erstmal nach Hause. Oh, nee, jetzt muss ich wohl den Lichtkegel abhauen. Bin ich voll drin, oder? Oh, wie knapp, wie knapp. Ich kletter doch verkehrt rum, oder? Nee, die Kamera ist nur verkehrt rum. Oh, ist das ein Ding. Jetzt bin ich über dem, der mich vorhin immer erwischt hat. Erstmal voll oben drüber. Was jetzt passiert? Okay. Nichts ist passiert. Bin drin. Okay. Bin erstmal schon mal auf ein Stück weiter gekommen. Okay. Deswegen kam ich ja auch nicht durch das Tor durch. Siehst du?
Aber jetzt ist ja hier kein Soldat mehr. Jetzt kann ich ja einfach durchlaufen. Da lang muss ich, okay. Glück gehabt, außen am Kegel lang. Okay, jetzt dürfte es theoretisch nicht mehr schwerer werden, weil hier sind diese Blödsoldaten sind weg, ne? Okay, lass gehen. Lass gehen. Oh, das war knapp. Oh, war das knapp. Let's go, ist rein, los. Da ist das Loch in der Wand. Da hinten ist die Tür. Und ich weiß, wir hatten letztens schon mal, ich glaube, war das nicht so die gleiche Tür, das Haus war da abgebrannt. Das war aber nicht das, ne? So, na dann wollen wir doch mal ein Check-in machen. Zu zweit wäre wahrscheinlich besser gegangen. Das geht aber einfach auf die Tür. Jetzt bin ich gespannt. Was ist jetzt da drinnen los? Was ist da drinnen? Was? Wir haben auf jeden Fall ein ganzes Stück geschafft. Wir haben ein ganzes Stück geschafft. So. Was ist das? Ist es bei... Oh, ist es dunkel bei euch, ne? Es ist sehr dunkel bei euch. Kann ich was tun? Warte mal. Der Kater, der soll mich in Ruhe lassen. Helligkeit habe ich schon leicht erhöht. Ich könnte mal gucken, ob ich das Gamma ein Stück höher kriege. Ah, da kann man aber nicht wirklich was erkennen, ne? Aber es ist halt ultra finster. Wollen wir hier erstmal außen rumlaufen? Na, geht nichts mit außen rumlaufen, okay. Jetzt sind wir drin im Gefahrenbereich. Oh, ist wirklich ganz schwer zu erkennen gerade. Also wirklich, kann ich hier irgendwo in den Optionen die Helligkeit des Spiels erhöhen? Warte mal, gucken wir mal ganz kurz mal. Gamma geht natürlich nicht. Hardware Configuration, da ist ein Support Gamma Tool. Willst du mich trollen oder was? Ey, das verstehe ich zum Beispiel gar nicht. Ich habe eine Nvidia... Ach komm, hör auf, lass mich in Ruhe. Wird nicht heller, Freunde, wird nicht heller. Ist unglaublich. Also hier, das ist halt mal so eine ganz alten Spieler als Remake spielt, ne? Kann es auch mal passieren, dass das nicht hundertprozentig funktioniert. Das ist schade. Da hat man es eben ganz, ganz, ganz düster plötzlich, ne? Also die Katze macht mich... Was ist jetzt? Was hat er gesehen?